So, guten Morgen, willkommen. Noch etwas leicht krank zu einem neuen Projekt. Star Wars Rogue Squadron 3D. Dafür bezahlt, dafür bekommt. Dummer Spaß. Kann ich einfach aufhören zu bezahlen? So, und ich werde alles auf Gold spielen, alle Missionen. Kann nicht so lange dauern. Ich habe das Gefühl, ich hasse Delfino jetzt schon, dass ich den Handel eingeschlagen. Und was ist jetzt kaputt? Was ist jetzt los? Ich habe doch nur Start gedrückt. Ich hätte nicht Start drücken dürfen. Hallo? Hallo? Einen Moment. Fängt schon mal gut an. Erstmal crashen hier. So, und jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Take an early morning run over Mos Eisley with Wedge Antilles, but keep your eyes open for any suspicious activity. Das war's? Okay, ich habe momentan mein Headset nicht angeschlossen. Ich hoffe, man hört das nicht, dass das jetzt doppelt zu hören ist, aber ich glaube nicht. So, sagte ich auch noch was? Nein, wir haben so viel zur Verfügung, dann nehmen wir doch gleich das erste. Konnte man da nicht verschiedene werden? Ach nee, ich glaube, man musste. Doch, konnte man. Ich habe es schon mal kurz angespielt, das kann ich hier, glaube ich, nicht nehmen, ne? Nein. Die erste Runde und ich weiß, was ich tun muss. Also, ob ich wüsste, was ich tun muss. Ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Sehr gut. Das können wir alles nicht wählen. Das steht hier nur so dumm rum. Und ich benutze Digi Voodoo 2, um noch ein bisschen Kannglättung so reinzuhauen. Deswegen ist da links auch so ein weißer Strich. So, und ich habe eine neue Soundkarte. Also, ich hoffe, der Sound klingt halbwegs gut. Soll jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht wirklich besser anders. Wie auch immer. Theoretisch könnte ich jetzt ein Nicht-USB-Mikroskop. Ja, ich schließe meine Soundkarte erstmal ein Mikroskop an. Und die Musik habe ich wieder abgeschalten. Genau wie in Shadow of the Empire. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht damit das Video nicht wieder 50.836 Mal überall auf der Welt gesperrt wird. Rebel Opposition. Chapter 1. Hey. Und er nimmt auf, das ist schon mal gut. 615 Passes in the Battle of Yavin, the Death Star has been destroyed, but the fight for freedom is far from over. Ja, kennt die Geschichte von Star Wars jemand nicht? Schaut sie bei Wikipedia nach. Also War Against the Empire rages across the wasteness of space, Luke Skywalker forms the legendary Rogue Squadron from the Rebel Alliance, small skilled X-Wing Pilots. Was hab ich da drin zu suchen? Das glaubt ihr doch selbst nicht. The mission will be. Ich kann ja nicht mal richtig lesen. The defense is struggling rebellions against a still powerful and battle-hardened imperial foe in a last-ditch effort to control the galaxy. Ja, die gesamte Galaxie ist ja auch nicht groß. Habe ich schon erwähnt, dass ich immer noch leicht Kältung habe? So, ich hoffe, das läuft mit 50 FPS. Mit 60 FPS wohl gerade nicht so flüssig aufnehmen. Ich muss jetzt gleich erstmal die Steuerung checken. Also unglaublich schnell und ohne Musik so richtig unepisch, der Wahnsinn. Was Musik alles bewirken kann. Ich hoffe, der Sound passt so halbwegs. Wenn nicht, ich kann ihn ja noch bei der nächsten Aufnahme umstellen. Ich nehme auch nur irgendwie jetzt das halbe Spiel auf. Der da rechts bin ich, mit dem will niemand was zu tun haben. Good morning, Wedge. The Reds of Rogue Squadron is still back at base, but I thought we could take an early morning run through Beggar's Canyon. So, ich muss jetzt nochmal kurz die Steuerung schauen, dann kann ich wahrscheinlich gleich neu starten, damit ich Gold bekomme. Okay, jawohl. Er nimmt es halbwegs flüssig auf, soll er flüssig aussehen. So, ich steuere hier mit Gamepad, weil das Tastatur und Maus, das ist, so, konnte man den Turbo machen. Machen wir den Turbo und schießen ganz schnell alles ab. Die erste Mission ist erstaunlich unspektakulär. Oh nein, das war nicht das, was ich wollte. Wo ist die Bremse? Wo ist meine Bremse? Kennt ihr das, wenn ihr Bremsen habt und die stechen euch im Sommer? Ich hasse das. Das ist ein anderes Thema. Wo ist meine Bremse? Nee, das ist schon wieder der Turbo. Das waren die Raketen? Das ist, glaube ich, meine Bremse. Okay, ich habe die Bremse gefunden. Wo ist die Kupplung? Wie schalte ich in den höchsten Gang? Moment, da ist noch einer. Da ist noch einer. Das sind auch nur so Scheiße. Das sind dieselben scheiß Drohnen wie ein Dings. Konsistenz. Zum Glück wollte Delfino nur den ersten Teil haben. Und nicht irgendwie die anderen Teile, die noch von Gamecube, die auch irgendwann mal spielen könnte, gibt. Soll angeblich auch. Nein, ich drücke schon wieder die falschen Tasten.
So, das Miese ist, wie ich festgestellt habe, ist, dass da irgendwo in der Pampa noch Gegner hocken und die muss man auch töten für Gold. Und weiter habe ich dann nicht mehr gespielt. Ich bin froh, wenn ich Silber bekomme. Ich muss ja nicht, ist ja nicht so, als müsste ich Gold bekommen, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, schenk mir die Soundkarte und ich mach das. Die ich im Prinzip auch nur deswegen habe, weil ich will wissen, wie die unter Linux funktioniert. Wenn ich nächstes Jahr um... Und man darf hier nicht dauerfeuern, das ist auch scheiße, weil das auch ein... Für Gold braucht man auch ein Präzisions... Dingenskirchen hier, ne? Dings hier, ne? So, wo waren diese Typen? Ich weiß es nicht mehr. Ich zünd mal den Turbo oder was das da genau darstellen soll. Da oben sind das... Nein, das sind... Ich muss die auch töten, die letzten drei. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist leicht dezent scheiße. Vielleicht schließe ich die Mission erstmal so ab. Vielleicht wird es dann besser. Ja, weil ich sie dann nur noch 20 Mal spielen muss. Ich hasse Präzisionsschießen, so. Ey, hör die auf, Sachen in die Luft zu sprengen. Das ist mein Job, oder? Ich muss das mit der Steuerung noch ein bisschen üben. Ich würde es ja auch mit Maus und Tastatur spielen, aber... Unspielbar, ist gar kein Ausdruck für das, was das war. Und für alle, die Probleme haben, ich empfehle A, Digibude 2 und B, solltet ihr V-Sync ausmachen und C, solltet ihr, was war das andere noch? Ich hab's vergessen. Scheiße. Jetzt habe ich gewonnen. Irgendwas war noch. Das sieht aus wie Bronze. Ist das Bronze? Needed for Silver. Friendly Saves. Och. Menschen muss man auch retten. Ich hasse es. Nein. Wir machen das jetzt gleich nochmal. Wir machen das gleich alles auf Gold. Das heißt, ich spiele die Mission nur irgendwie. Das hatten wir schon, ne? Ja. Hört man meine Tastatur? Ich glaube, man hört meine Tastatur. So, das überspringen. Schön, dass man sowas nicht an den Anfang setzt, vor der ersten Mission. So, die jagen die da in die Luft, dann ignoriere ich die einfach mal. So. Ich finde schön, wie die mit einem Schuss kaputt gehen. Das ist angenehm. So kann das bleiben. Das Problem ist jetzt so ein bisschen gleichzeitig den Bremsen- und Feuerknopf zu drücken. Aber das kriege ich hin. Ich bin geskillt. Ich finde die Präzision der Waffen erstaunlich. Hallo? Willst du mal sterben? Das geht doch so nicht. Was ist los? Was? Was? Ich hab doch voll reingeschossen. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt muss ich erst mal diese anderen Typen auch noch suchen. Die muss ich auch noch töten. Waren die nicht da hinten irgendwo? Das weiß ich noch vom ersten Mal spielen. Ah, ich drücke die ganze Zeit die Turbo-Taste statt die Bremsentaste. Ich finde das auch so gemein, die muss man nämlich nicht töten, aber... Also, außer man möchte... Und so tötet man richtig Menschen, indem man einfach mal Vollgas reinknallt. Muss man nicht auch einen gewissen Gesundheitsstatus aufweisen? Ich glaube ja. Das wird noch so ein tolles Spiel. Das hat Delfine nur mit Star Wars spielen. Kann ich hier irgendwie Lego Star Wars oder so verlangen? Wobei, wer weiß, wie scheiße schwer das ist. Ja, kann man das nicht? Nein, kann man nicht. Ich sehe schon. So. Läuft das schon ganz gut. Ich lüge mich hier nur selbst an. Das kann ich ganz gut. Ich hätte mir eingebildet, die würden weniger aushalten, aber... Das Problem ist, ich...
sind doch diese scheiß Bomber, oder? Also, aus Star Wars Shadow of the Empire. Nein, er hat ja schon wieder was gekillt. Wenn du mir jetzt das versaut hast, ich töte dich. Natürlich, ich töte dich sowieso, aber... Komm her. Na also, so. Ja, kennen wir schon. Es ist nur Silber. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Zeit, oder... Och, komm schon. Fick dich, du scheiß Dreckspiel. Fick dich, Spiel. Fick dich. Komm ich... Ja, komm. Ich hole jetzt direkt meinen ersten Goldmedaille-Stern, was auch immer. So, ja, das möchten wir alles nicht sehen. Das wollte ich schon beim ersten Mal nicht sehen. Luke, I think we've got a problem. Is that my imagination or are those Imperial Protoids dead ahead? They're attacking those? Can't fire, the S-Foils are closed. Lala, schön. Hallo, bleibst du da und stirbst? So. Die anderen da drüben machen meine Kollegen. Theoretisch. Praktisch bin ich noch nicht so sicher, was die hinter leisten können. Das ist ja bei KIs immer so eine Sache. Halt die Schnauze da hinten. Hallo, schießt du? Schießt du mal? Warum habe ich keinen zielsuchenden Laser? Dein was ist down? Was auch immer down ist, ist mir egal. So. Das war zu hoch. Müsst du bitte mal sterben? Danke. So, die waren da, ne? Ja, ich hab's mir gemerkt. Ich find's schön, wie die halt einfach explodieren, so voll fett. Ich meine. Ich verstehe den Witz da nicht, aber okay. Es ist wie GTA, Leute überfahren. Mit dem Flugzeug. Mit dem Dodo da. Man merkt vielleicht, dass GTA 3 das letzte GTA war, das ich wirklich intensiv gespielt habe. Ja, das kann ich nicht überspringen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Assistance. Mach doch deinen Scheiß doch alleine. Ich gehe jetzt Bier saufen. Ich lande hier jetzt einfach und. Ich könnte die Raketen benutzen. Taugen die was? So, hier kann ich dann mehr drauf geben. Die halten nämlich ewig mehr aus. Jetzt muss ich erstmal ordentlich drehen. Warte, jetzt stirbt. Das ist auch nicht zu übertreiben, sonst versau ich mir meinen Schuss. Ding so. Das sieht doch noch Gold aus. Na also. So, Mission complete. Und danach wird's komplett blind. Ja, 50-50, 31, 3-3, passt. Promoted to Kadett. Geil, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich möchte gerade zurück ins Hauptmenü. Bei näherer Überlegung will ich das, glaube ich, nicht. Weil jetzt sehen sie es wahrscheinlich gleich wieder auf. Jö, ich bin Kadett und habe ein goldenes Ding. Was ist, macht ein Highscores? Ist ja lächerlich. Ich bin auf Platz 6 und da unten nochmal auf Platz 9. Das war mein anderer Charakter. Okay. Warum auch immer ich da lande. Und hier haben wir noch so lustigerweise Biografie. Aber das soll ich mir am Schluss mal an, vielleicht. Ich nehme es am Schluss mal auf, so. Und ich hoffe immer noch, dass man meinen Sound nicht doppelt hört. Und jetzt hängt er sich nicht auf. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier keine Ahnung, was hier noch passiert. Kann ich hier was anderes nehmen? Was muss ich denn tun? Nein. 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 Aber wir könnten mal das hier tun. The Incom T-65X Wing is the fighter that killed the Death Star. An almost perfect balance of speed, maneuverability and defensive shields makes this the fighter of choice for Rogue Squadron. Except when the mission profile disallows it.
In addition to four blaster cannons, the X-Wing can carry a number of proton torpedoes. It's powered by four fusel thrust engines and requires an onboard astromech droid for peak performance. Gut, wissen wir jetzt. Wir haben nichts Besseres, also nehmen wir den Scheiß. Kann ich nicht einfach ein großes Kriegsschiff fliegen? Ja, das kennen wir im Prinzip schon. Wir springen den Part mal. Rogue Squadron, this is General Riken. One of our shuttles will rendezvous with a small convoy from local resistance on Barkash, which must first travel through Imperial territory. They carry equipment and supplies vital to the rebellion. Your mission is to rendezvous with that convoy and escort it to the landing zone. Good luck. Ich hasse Escort-Mission. Wer tut das nicht? Luke, we've already got trouble. Probe droid, take your targets and go. Good shooting. Hä? Lebst noch? So bist du nicht tot. Ich sehe schon, die schießen auch gar nicht weit vorbei. Da drüben war doch noch mehr so Drohnen. Hab ich doch gesehen, ja. Moment, du bist keine Drohne. Was bist du? Du bist so einer. Gut, dass ich Raketen habe. Oha, das wird noch interessant. Na, ah, geht auch ohne Raketen, okay. Warum leitet mich das Ding hin? Achso, die sind da. Ach, da standen die jetzt. Ich dachte, die standen da irgendwie am Sumpfsee. Sag mir das doch einmal. Ja, Sumpfsee, am Meer, am... Moment, da ist noch was. Wo sind meine Kameraden? Wieso machen die nichts? Wo ist denn das Ding? Ach da. Ich muss sie vermutlich alle durchbringen, damit das was wird. Du fährst da lang? Gut, dann... Und weg. Hat er hinten nicht auch noch einmal geschossen? Hier schießt doch noch jemand. Nein, die leuchten nur, okay. Das sind die hellsten Leuchten im Stall. Wow, 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 wow. It's imperative you stay with the supply vehicle. R2, that stabilizer's broken loose again. See if you can't lock it down. Rogue Squadron, where's our cover? That convoy's not gonna last much longer. Good shooting. Was zur Hölle? Ich glaube, die muss ich die alle töten? Commander, this is Riken. It's imperative you stay with the supply vehicle. Was willst du denn? Die sind doch noch alle da. Nee, warum zur Hölle verteilen die sich über 200 Kilometer? Soll denn der Nonsens? Gut, ich weiß auf jeden Fall schon mal jetzt, dass da hinten noch Gegner sind. Für den Fall, dass ich immer noch Gegner brauche. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich die auch alle töten muss. Oder das ist ein späterer Missionspunkt. Das wäre natürlich vielleicht auch möglich. Gut, ich habe nur die Hälfte aller Truppen verloren. Das ist natürlich schon mal. Ach, da fliegen auch meine rum. Schön, schön, dass auch meine Leute was machen. Also würde man das im Multiplayer spielen, wäre die Mission vermutlich Kinderkacke, weil man so viele Flieger hat. Aber die KI ist nicht sonderlich leistungsfähig, wie ich sehe. Es wird noch lustig. So, da hinten haben wir nochmal einen Turm, der auf uns schießt. Und auf Wiedersehen, Turm. Wo müssen die überhaupt hin? Warum fliege ich überhaupt durch die Pampa, anstatt mich um die Mission zu kümmern? Erst anfangen und dann aufhören mittendrin. Was soll denn der Mist? Wo schießt denn der? Nehmen die unterschiedliche Wege oder was ist hier los? Willst du mich ein bisschen verarschen oder sowas? Ja! Was? Da unten los. Ich glaube nicht, dass ich Gold bekomme. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme kein Gold. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fliege an den Gegnern vorbei. Die Schreie, schön. Die hört man so gut ohne Musik, finde ich gut.
Gut, dann fliegen wir jetzt mal dahinter und gucken mal, ob noch was übrig ist. Boah, ich habe alles unterwegs aus dem Weg geräumt, ne? Es sei denn, da kam wieder Neues. Nö, sieht nicht so aus. Hm, doch, es kam wieder Neues. Komm her, du. Schmeißt denn der seine Bomben hin? Da war doch gar keiner. Ich hab ein bisschen zu viel getrunken, weißt du. Wo die winzige Karte? Dauert das vielleicht nicht so lang wie Shadow of the Empire. Weil ich die Mission wahrscheinlich noch 20 Mal spielen darf. Die nehmen echt alle andere Wege. Was ist das für ein Unsinn? Ich habe das Gefühl, auf am Anfang mehr. Vor allem, weil ein Teil der Punkte auf der Karte ja nur meine Fliegerfreunde sind. Großartig. Na dann, habe ich jetzt die Mission gewonnen? The shuttle is clear. She'll pick up the rest of this cargo. The Rebel Alliance will appreciate those supplies, especially after we lost Yavin Base. Das war's? Okay. Mission complete. Hey, Silber. Oh, ich muss was drücken. Nein, muss ich nicht. Ah, wir fehlen noch. Mein Rang ist Kadett. Ich gebe dir gleich Kadett. Escort valuable rebel supplies through dangerous imperial territory over the humid lands of Barkesh. Oh, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal vergessen, oder? Ja, komm, lass uns starten. Lass mich starten, ich. Luke, we've already got trouble. Probe through it. Take your targets and go. Good shooting. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Die schießen dann noch auf wer weiß was. So, zünden wir mal den Turbo hier. Und da sind dann meine Leute, die dann da überall rausfliegen haben. Die brauchen aber noch einen Moment. So, die teilen sie erst hier auf. Also machen wir erstmal hier sauber. Und dann... Okay. Nein, es ist nicht. Wenn ich das mache, dann wird das nichts. Halt doch deine Fresse. Das waren so minimal knapp, würde ich sagen. So, hoffen wir mal, dass das vielleicht dieses Mal besser funktioniert wie beim letzten Mal. Muss ich die hier töten? Ich glaube, die sind beim letzten Mal auch hier lang gefahren. Also teilweise, die sind... Das tut was und... Ah, fuck you! Die sind so klein! Dummes Schwein. Ach komm schon. Ich komme nachher nochmal zu euch. Was machen meine Freunde? Kann ich hier auch irgendwie die Mission direkt? Ah, geht. Okay, die fahren doch nur in Mission Failed, ja. Na dann geht's. Was? Ich bekomme keine Medaille? Ich hab's doch versucht. Gibt's doch nicht. Ja, komm. Ja. Ja. Und der ist tot. Was? Ups. Das fangen wir gleich nochmal an. Wieso habe ich keinen Restart-Mission-Button?